Man müsste Zuckerberg mal so verhaften, wie deutsche Bankmanager oder Schweizer Bankmanager in den USA verhaftet werden, wenn er gegen deutsches oder europäisches Recht Wenn verstößt. er gegen Strafrecht verstößt, dann sollten Tut vor er dem ja, Gesetz alle gleich sein. Datenschutzrecht, ja. Sollten vor dem Gesetz alle gleich Also ich sein. meine, das traut sich aber in Europa natürlich keiner, während europäische Manager drüben ständig verhaftet werden. Ja, das ist natürlich eine Frage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich sitze hier mit einem aufrechten und mutigen Mitstreiter für die Freiheit, einem Redner auf dem neuen Hambacher Fest, einem Kämpfer für die Freiheit, der wirklich furchtlos ist. Jetzt ist er CEO der Degussa Edelmetall. Willkommen, Dr. Markus Krall. Vielen Dank, immer ein Vergnügen. Wir wollen uns ja heute ein bisschen unterhalten über schwierige Themen, theoretische Themen. In der Praxis sind wir beide sehr starke Kritiker dessen, was jetzt abläuft. Wir sind uns auch oft einig. Wir sind gemeinsame Streiter für die Freiheit in diesem Lande, aber wir wollen über Liberalismus und Konservatismus reden und wo die Unterschiede sind. Sie sind Liberaler, ich bin kein Liberaler. und ich möchte dazu hier Folgendes sagen. In meinem neuen Buch Weltsystemcrash schreibe ich bin zwar als Ökonom bekannt, habe aber auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen viel geforscht. In diesem Buch stütze ich mich bei meiner Analyse der Ursachen und Folgen der aktuellen Weltkrise auf die gerade erwähnte realistische Schule der Politikwissenschaft, die meiner Ansicht nach die Welt besser erklären kann als Sozialismus und Liberalismus. Ja, ich glaube, die Kernfrage ist, was von der Welt wollen wir erklären? Da wir die Welt nie vollständig erklären können, müssen wir sie immer ceteris paribus erklären, also mit einem Ausschnittsblick. Und ich denke, die Ökonomie kann am besten erklärt werden durch die österreichische Schule. Dafür stehe ich nun mal, weil ich denke, dass sie am besten in der Lage ist, zu erklären, wie wir unsere Gesellschaft sortieren die sollen. Die für mich eine verkappte englische Schule ist. Die Österreicher sind ja, für mich alles Engländer. Das stimmt. Also was heißt verkappt? Also es ist natürlich, hat direkte Anbindung an die Klassik, hat direkte Anbindung an Adam Smith, den ich für einen ganz großen Denker halte. Da stelle ich mich auch nicht quer bei der Analyse. Aber die Frage der internationalen Beziehungen folgt natürlich anderen Regeln. Mhm, ja? Und genau. Insofern bin ich da durchaus bei Ihnen. Also und ich würde mich auch nicht als rein nur Liberalen bezeichnen. Also ich bin eigentlich liberal-konservativ. Ein kommunistischer Minister eines südeuropäischen Landes hat mich mal als libertären Anarchisten bezeichnet und da hat es als Lob gemeint. also ich bin eigentlich sehr schwierig in eine Schublade zu packen, was das angeht. Aber in den internationalen Beziehungen würde ich mich auch eher als, ich sag mal, konservativ angehaucht zumindest sehen. Sag mal Folgendes, der Liberalismus, selbst Hayek oder gerade Hayek, aus meiner Sicht hat keine Theorie der Macht. Und spätestens seit Star Wars wissen wir, dass die Macht nun das Allerwichtigste ist in Beziehungen. Also der Liberalismus versagt, er hat nur eine negative Theorie der Macht. Die Macht ist aber etwas Positives, was zwei Seiten hat. Und das fehlt im Liberalismus völlig, zumindest in der Gesellschaftstheorie. Also es ist natürlich klar, dass die Frage der Macht und der staatlichen Macht ein, ich sag mal, geschichtsbegleitendes und geschichtsdefinierendes Moment ist. Aber es ist auch klar, dass in den Innenbeziehungen eines Landes die Frage nach den Ressourcen, die ein Land hat, am ehesten durch die Ökonomie zu beantworten ist. Die Ökonomie stellt die Ressourcen bereit, die überhaupt ein Land in die Lage versetzen, nach außen Macht zu entfalten oder nicht zu entfalten. Und insofern stehen die beiden in Wechselwirkung. Also wenn ich mir anschaue, welche Staaten, welche auch Imperien in der Vergangenheit die größte Macht erlangt haben, dann waren es eigentlich immer die, die zumindest mal eine gewisse Zeit lang den Märkten die Möglichkeit gegeben haben, sich frei zu entfalten. Nehmen Sie China. China hat diesen gewaltigen Aufstieg hingelegt, sodass jetzt China in der Lage ist und es auch tut, die Vereinigten Staaten herauszufordern. Die Vereinigten Staaten haben das mittlerweile mitgekriegt. China hat eine lange Tradition einerseits von Handel, andererseits aber auch von Elitebeamten, das ist natürlich im Kommunismus in dieser schrecklichen Mao-Zeit durcheinander geraten, aber man hat diese Tradition der Mandarine, also der Elitebeamten, es muss auch beides zusammenspielen. Und das ist mein Problem mit dem Liberalismus als Gesellschaftstheorie, nicht als Forderung an die Menschen, dass man sich der Freiheit verschreiben sollte, dass man freiheitlich handeln sollte, aber dass es nicht den Markt gibt und den Staat gibt, sondern dass es da ganz verschiedene Formen gibt, dass ich also ganz konkret mir eine Kombination von Markt und Staat anschauen muss, würde Hayek natürlich was ganz anderes sagen, aber ich müsste mir die konkrete Ausformung eben nicht ceteris paribus, sondern ganzheitlich anschauen und dann, wenn ich dann die Ökonomie des Kaiserreichs gegen die Englands stelle und die Gesellschaftstheorie des Kaiserreichs nehme, dann war die leistungsfähiger, deutlich leistungsfähiger als die der
Englands, die im 19. Jahrhundert, die vor allem durch Kolonien und Handel und Ausbeutung der Kolonien noch gelebt haben. Also diese Ausbeutungstheorie der Kolonien, die unterschreibe ich nicht, was die Engländer angeht. Und zwar deswegen, weil die Engländer, als sie abgezogen sind aus ihren Kolonien in den 60er, frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, wirklich eine spektakulär gute Infrastruktur hinterlassen haben, von der mittlerweile praktisch nichts mehr übrig ist. Ja, also es gab Eisenbahnen, es gab Straßen, es gab Schulen, es gab Verwaltungsgebäude. Die afrikanischen Städte waren 1960 in einem dramatisch besseren Zustand als heute. Gab es auch weniger Leute. Aber mehr Leute heißt ja eigentlich auch, wenn man, zumindest wenn man es marktwirtschaftlich organisiert, mehr Menschen, die Wert schaffen können. Also in Europa ist ja die Bevölkerung im 19. Jahrhundert auch stark angewachsen. Mhm. Trotzdem ist der Wohlstand gestiegen. Also eine wachsende Bevölkerung muss den Anstieg des Wohlstands nicht ausschließen. Und insofern, wenn man sich die afrikanischen Staaten anschauen, da sehen wir eigentlich, ich sag mal, mustergültig, dass ja quasi die Etablierung von Diktaturen und korrupten Strukturen und all dem, was dem Markt widerspricht, dafür gesorgt hat, dass das alles verfallen ist. Aber ich sehe im englischen Imperialismus, es gab auch einen deutschen, es gab auch einen französischen, das war das 19. Jahrhundert, sehe ich Ansätze, die ich heute noch sehe. Also die Herrschaftstechnik war sehr viel, man spricht von direkten und indirekten Imperien, ich schreibe darüber auch im Buch. Die Engländer haben ihr Weltreich, das ein Viertel des Globus umspannte, indirekt beherrscht. Das heißt, indem sie die Eliten in den Ländern kooptiert haben, korrumpiert haben, gegeneinander ausgespielt haben, gerade in Indien. Die wie den Imperer. Die lokalen Herrscher quasi im Amt belassen haben, aber auf sich selber eingeschworen. Also war klar, wer Oberboss ist. Und man hat dann quasi diese Fassade lokaler Herrschaft erhalten und konnte so ein Weltreich mit einem Viertel der Weltoberfläche beherrschen, während die Franzosen, die Deutschen haben eher direkte Herrschaft, die wollten alles dann nach deutschem oder französischem Recht machen. Eigentlich das rechtsstaatlichere, obwohl es in der Praxis natürlich genauso schlecht war für die und grausam war also, für die Beherrschung. Ich will natürlich jetzt nicht dem Kolonialismus das Wort reden. Ja. Es ging jetzt eigentlich nur erstmal um die Frage, hat England quasi von den Kolonien gelebt? Und da sage ich, so eindeutig ist die Rechnung nicht. Ja? Mhm. Das gilt übrigens auch für die anderen Kolonialimperien. Natürlich waren die unterschiedlich organisiert. Dieses mehr Dezentrale bei den Engländern, mehr das Zentrale bei den Kontinentaleuropäern. Aber letzten Endes ist die Frage, haben sie da also wirklich all diese Ressourcen nur da rausgezogen oder haben sie diesen Ländern auch was gegeben? Und da sage ich, also wenn man da sich das anschaut, wo dann die Waage sich neigt, ob wirklich tatsächlich mehr Ressourcen raus oder reingeflossen sind, das ist unklar. Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert einfach dadurch, dass es die Zeit der industriellen Revolution war und auch der marktwirtschaftlich-kapitalistischen Revolution, die ja praktisch das Gleiche darstellte, einen ungeheuren Wohlstand weltweit geschaffen hat, den es vorher so nie gab. Und da war England der Vorreiter. Und Deutschland, die waren am schnellsten, aber Deutsland war ja dann in der zweiten Hälfte die leistungsfähigere Wirtschaft bei weitem. Das hatte meiner Überzeugung aber nicht so sehr was damit zu tun, dass Deutschland quasi als Zentralstaat neu angetreten ist, sondern ich glaube, es hatte was mit dieser subsidiären Tradition Deutschlands zu tun. Deutschland war immer dezentral organisiert und auch das Deutsche Kaiserreich. Ja. Da gab es dann Königreich Bayern und Sachsen und Württemberg. Also es gab zwar Preußen als, wenn man so will, dominierenden Bundesstaat, aber Deutschland war immer dezentral organisiert. Das und diese richtig. Subsidiarität hat immer für Wettbewerb unter den Beteiligten gesorgt. Das ist das eine, aber wir hatten auch zentrale Dinge und die waren in der Tat öffentliche Güter, wo ja Erzliberale auch sehr kritisch sind, also dieses starke Fokus auf Wissenschaft, während die Wissenschaftskultur in England langsam den Bach runterging. Ich habe gerade ein Buch darüber gelesen. Also der deutsche Staat, die deutschen Eliten haben schon auch sehr die Wissenschaft gefördert, die Technik gefördert, die ersten technischen Hochschulen. Also es geht nicht nur um zentral und dezentral, wobei ich völlig bei Ihnen bin, dass das Kaiserreich relativ dezentral war. Und dazu muss man, glaube ich, auch eins sehen. Also Wissenschaftsförderung, ja, gute Sache, hat das Kaiserreich gut hinbekommen, aber in erster Linie nicht dadurch, dass das Kaiserreich sich das der Einbildung erlegen ist, der beispielsweise unsere heutigen politischen Eliten erliegen, nach der Devise, we can pick the winner, wir können den aussuchen, der weiß und wir suchen uns die Technologie aus, die wir fördern, weil wir es besser wissen als der Markt, sondern was das Kaiserreich gemacht hat, war Bildung zu fördern, Institutionen zu fördern, Freiheit der Forschung zu gewährleisten. Freiheit. Und dann der Kreativität freien Lauf zu lassen und dem sozusagen das zu unterstützen durch institutionelle und infrastrukturelle Rahmen. Und ein Rechtsstaat mit genormten Preisen. Das Brötchen kostet im Kaiserreich überall dasselbe und das war über Jahre stabil. Ja, wobei das ging natürlich im Goldstandard. Also diese Preisstabilität
das Kaiserreich geprägt hat, die ja eigentlich sogar, wenn man es genau betrachtet, eine leichte Deflation war über 40 Jahre, weil der Goldstandard natürlich, die Geldmenge kann nur begrenzt ausgedehnt Richtig. Werden, was geschürft wird, ist begrenzt. Das ist also, das Wachstum der Goldmenge ist kleiner als das Wachstum der Wirtschaft in einer Marktwirtschaft. Mhm. Und das bedeutet, dass man mit der gleichen Menge Goldes nach einigen Jahren mehr Güter kaufen kann als vorher. Sind Sie ja bei Degussa nicht schlecht aufgehoben. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir zum Goldstandard zurückkehren, weil es einfach das beste Währungssystem ist. Ich komme mal zurück zum Thema Macht. Also der Liberalismus hat für mich auch in der Gesellschaft keine Theorie der Macht. Es gibt eben Eliten, es gibt Machtstrukturen, informelle Machtstrukturen, und das schaltet Hayek ab. Der sagt, das untersuche ich gar nicht. Das ist schlecht. Also der Liberalismus sagt, Macht ist schlecht. Und das war's dann. Ich habe mit einem Spitzenpolitiker einer neuen Partei diskutiert, der auch Erzliberaler ist, und der sagt dann, nee, das muss alles zerschlagen werden, die Machtstrukturen wollen wir verhindern und fertig. Und das, so einfach geht es ja nicht. Also so einfach sehe ich es auch nicht. Also ich bin zwar großer Anhänger von Hayeks, aber ich glaube natürlich, dass man Staatlichkeit und staatliche Ordnung über das Innenverhältnis der marktwirtschaftlichen Ordnung hinaus schon definieren muss. Ein Beispiel, wo es immer wieder, ich sag mal, zu Reibungsverlusten in der Diskussion auch unter Liberalen kommt, ist die Wehrpflicht. Ich bin ein entschiedener Gegner der Abschaffung der Wehrpflicht. Absolut entschiedener Gegner. Und zwar deswegen, weil man kann als Land entweder eine Bürgerarmee haben oder eine Söldnerarmee. Nur die zwei Varianten hat man. Oder keine Armee. Das ist auch noch. Das hat man allerdings in der Regel, was die Geschichte zeigt, nicht lange. Nicht sehr lange, weil man dann nicht mehr lange ein Land ist. Mhm. Das ist das, was unsere Regierung, glaube ich, gerade versucht. Ja, also keine Armee zu haben. Und damit das Land abzuschaffen, wie in vielen anderen Bereichen. Ein israelischer Minister hat ja mal die Bundesregierung beim Staatsbesuch hier in Berlin gefragt, mit 37,9 Milliarden Verteidigungsbudget, wie schaffen Sie es da eigentlich, keine Armee zu haben? Ja, also, das ist das, was wir gerade machen. Also wir haben die Wehrpflicht abgeschafft, das halte ich für einen groben Fehler. Da bin ich natürlich im Widerspruch zu den meisten Libertären. Das ist mir auch bewusst. Ich glaube aber, dass auch ein liberales oder libertär geordnetes Staatswesen diese eine Frage der inneren und äußeren Sicherheit beantworten muss. Da haben wir eine Schnittmenge. Diese eine Frage der inneren und äußeren Sicherheit, ohne die Rechtssicherheit auch nicht gewährleistet werden kann. Und da sage ich, da habe ich lieber eine Armee aus unseren Söhnen und Töchtern, die uns beschützt, als eine Söldnerarmee, die ich vielleicht sogar im Ausland rekrutiere und die im Zweifel, wenn es zur Loyalitätsprobe kommt, die Gewehrläufe nicht nach außen richtet, sondern nach innen. Wir haben ja auch beide noch gedient, ne? Sie auch. Das ist richtig. Ja, ich auch. Ja. Also, das hat nicht immer Spaß gemacht, aber es war ein Dienst. Ja, ich sage immer, wenn man sich also die Sprengkraft unserer derzeitigen Geldpolitik anschaut, die kann ich schon deswegen so gut analysieren, weil ich eine hervorragende Sprengausbildung bekommen habe. Richtig, Pionier. Ja, also genau. Pionier ist natürlich nochmal die ganz harten. Ja, ja, das ist. Nein, ich habe es nur bis zur Artillerie. Und ja. Also ich komme nochmal zum Thema Macht, innergesellschaftliche Macht, Eliten. Eliten sind ja informelle Machtstrukturen, die es gibt, die auch in der Verfassung nicht vorkommen, die aber in der Soziologie durchaus studiert werden. Heute macht man das eher nicht. Und wir haben ja, also ich sag mal, wir haben in Deutschland relativ starke Solidarität zwischen Eliten und Volk gehabt. Also die mittelständische Unternehmer, der auf dem Dorf war, auch ansonsten der Staatsbeamte, der Preußische, der sich irgendeiner Sache verpflichtet fühlte. Ich gebe mal wieder ein Beispiel. Ich muss nochmal auf England zurückkommen. Mhm. Da gab es die Highland Clearances. Also zwischen 1780 und 1850 haben die schottischen Edelleute, weil sie Geld brauchten für die Hofhaltung in London und in Edinburgh, haben sie im Prinzip die schottischen Hochländer entvölkert, haben die Häuser niedergebrannt, die Menschen vertrieben, auch zum Teil ermordet, rausgetrieben nach Australien, nach USA. Und das ging über Jahrzehnte. Also sehr unsolidarische Eliten gegenüber dem eigenen Volk. Und sowas erleben wir im Moment wieder in Deutschland, dass also wir Funktionseliten haben, ob das in den Großkonzernen ist, ob das in der Politik ist, auch globale Eliten, die also sich völlig von den Belangen der normalen Menschen und der einfachen Menschen oder der ökonomisch der Mittelschicht abgehoben haben. Ja, das sehe ich auch so, aber das ist die Frage, wie rekrutieren sich denn Eliten? Und da allerdings haben wir eine Situation, wo ich sage, Eliten sollten sich aus Leistung rekrutieren. Und aus Leistung rekrutieren sie sich am ehesten in einem marktwirtschaftlich liberalen Umfeld. Und dieses haben wir weitgehend abgeschaltet. Und wir haben uns auch, also wir haben uns in der Wirtschaft ein System gegeben, wo sich die Eliten, zumindest der Großkonzerne,
bürokratisch rekrutieren. Mhm. Ja, wir haben, wenn Sie eine große Aktiengesellschaft, die nicht im Familienbesitz ist, da ist es anders, weil dann hat der Eigentümer die Kontrolle drüber. Mhm. Aber in einer normalen Aktiengesellschaft sind ja Eigentum und Managementkontrolle entkoppelt. Absolut, ja. Sodass also jemand, der Karriere in einem Konzern macht, der kommt da rein und der wird nicht dadurch Karriere machen, wenn er da als junger Associate reinkommt, dass er das Beste für den Aktionär tut. Der wird dadurch Karriere machen, dass er das Beste für seinen Vorgesetzten tut. Und dann wird er die Leiter hochsteigen und wenn er ganz oben angekommen ist, wird er verstanden haben, dass er das Beste für sich selbst tun kann und nicht für den Aktionär. Und diese Entkoppelung führt dazu, dass diese Unternehmen verkrusten und dass wir eine Schrempf, dysfunktionale, dass wir eine dysfunktionale Corporate Elite Struktur haben. In der Politik haben wir eine ähnliche Situation. Da haben wir eine komplette Entkopplung von Leistung und Bezahlung. Wir haben im Grunde genommen ein System geschaffen, bei dem wir Menschen ohne Qualifikation mit einem Einkommen segnen, kann man so sagen, ja, das weit über ihren intellektuellen Möglichkeiten liegt. Inklusive Kosten 20.000 Euro im Monat. Übrigens auch weit über dem Durchschnittseinkommen des Deutschen. Warum der durchschnittliche Vertreter des Volkes 3 oder 4-mal so viel verdienen soll wie der durchschnittliche Bürger dieses Volkes, das erschließt sich mir nicht. Eben. Und wir haben dadurch Anreize geschaffen, das ist ja nicht an Qualifikation gekoppelt, Menschen in die Politik zu ziehen, die dem eigentlich gar nicht gewachsen sind, die den Problemen unseres Landes nicht gewachsen sind. Ja, also all das. Also das heißt, wir haben die politische Elite ist genauso problematisiert. In Ihrem neuen Buch, das ja demnächst rauskommt, da sind Sie ja gnadenlos mit dieser. Also ich meine, ich durfte reinschauen, also was da, Sie sprechen von einer Negativselektion, glaube ich. Adverse Selektion ist ein Fachbegriff, aber das heißt, dass im Prinzip dieser politische Mechanismus die Schlechtesten anzieht. Ja, und zwar nicht nur deswegen, weil er den intellektuell Minderleistern, die also in der freien Wirtschaft nie dieses Einkommen erzielen könnten, einen hohen Anreiz gibt, in die Politik zu gehen, sondern er gibt weiterhin einen Anreiz, in dieser Gruppe, gibt es ja auch eine Gruppendynamik zwischen diesen Minderleistern in der Politik, alle die besser sind, draußen zu halten, denn vor denen haben die Angst. Ja, die Treppe wird ja von oben gekehrt. Wenn Sie in der Wissenschaft beispielsweise, da kennen Sie es sicher auch, Sie kennen ja den akademischen Betrieb, nur erstklassige Wissenschaftler ziehen erstklassige Assistenten nach, weil sie vor denen keine Angst haben, sondern intellektuelle Challenge und Herausforderung von sich von ihnen erhoffen. Aber zweitklassige Wissenschaftler ziehen Drittklassige holen Viertklassige, weil in dem Moment, wo sie nicht mehr an der Spitze sind, haben sie Angst vor dem, der danach kommt. Und in der Politik ist es genauso. Die Minderleister, die das System anzieht, haben Angst vor den Besseren. Mhm. Abgesehen davon, dass die Besseren normalerweise auch in der freien Wirtschaft mehr verdienen und gar keinen Anreiz haben, in das System zu gehen. Mhm. Und wenn sie es dann doch mal machen, dann werden die Reihen geschlossen und so führt dieses System zu einer systematischen Negativauswahl von Minderleistern. Und dann hat man sich selbst natürlich auch noch diese disziplinierende Ordnung des Parteienlistensystems gegeben, und zwar genau deswegen, weil man sich nach außen in die Wagenburg einigeln will. Ja, ja. Und das bedeutet, wenn Sie da aus der Reihe tanzen, dann werden Sie keine Karriere machen. Mhm. Dann sind Sie da erledigt. Das heißt also, wir haben zwei Arten von Negativauswahl auf der intellektuellen Seite und auf der ethisch, charakterlichen Seite. Das ist ja mit Frank Schäffler passiert, den hat man ja versucht ruhig zu stellen, auch nicht mehr zum Bundestag aufzustellen, da ist er durch eine Intrige, sollte er verhindert werden, hat es gerade noch geschafft. Jetzt ist er aber trotz allem sehr, sehr ruhig geworden und hält sich sehr zurück. Es ist natürlich so, dass das System Erfolg hat an der Stelle. Das System hat Erfolg und bringt seine Dissidenten auf diese Weise zum Schweigen. Und diese Negativauswahl bringt eine politische Klasse hervor, die den Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen ist, und zwar bis hin in die Spitze hinein. Ja. Und wenn Sie sich anhören, was die so an sozusagen Sprüchen absondern, das betrifft ja nicht nur die Grünen. Also bei den Grünen hat es noch einen gewissen komödiantischen Wert, wenn eine Grünen-Politikerin davon spricht, wie Kobold abgebaut wird oder wie wir Strom im Kreis rumschicken, damit wir den Kreis schicken und manchmal ist es auch ein Horrorkabinett. Also, tut mir leid. Ja, das stimmt. Wenn Sie dann wieder in Syrien bomben wollen, da kann man wenigstens noch drüber lachen. Die Grünen sind ja die erste Bombenpartei, die am liebsten immer sofort, dann lache ich nicht mehr. Ja, aber da sage ich, da hat es noch einen gewissen komödiantischen Wert. Schauen Sie sich an, wenn Sie unseren Bundeswirtschaftsminister anschauen, der also einer Industriepolitik das Wort redet, die man nur als planwirtschaftlich bezeichnen kann, sich dann auch noch auf Erhard beruft, was eine Unverschämtheit ist, und einen Kartellamtschef
Beruf, der ihm dann zur Seite springt und sagt, ja, wir müssen hier auch mal Monopole zulassen, damit diese großen Unternehmen so groß werden können, dass sie gegen China im Wettbewerb bestehen können, als ob der Entzug von Wettbewerb wettbewerbsfähige Unternehmen schaffen würde. Nur Wettbewerb schafft wettbewerbsfähige Unternehmen. Also ich habe in meinem Buch geschrieben, dass das so wäre, als wenn die Polizei in Neapel sagt, na, wir müssen jetzt der Mafia mal die Schutzgelderpressung durchgehen lassen, damit sie sich gegen die Russenmafia durchsetzen kann. Das ist genauso absurd. Ja, sieht ein bisschen anders. Also die großen US-Internetkonzerne konnten aus meiner Sicht diese dominante Stellung nur haben, weil der große US-Heimatmarkt da war und weil sie eine Public-Private-Partnership letztlich mit CIA und mit dem Deep State haben. Das stimmt. Die großen US-Konzerne haben sich auf diese Weise entwickelt. Sie stellen aber auch nicht das Optimum dar im Sinne von Wertschöpfung. Also wenn man es so betrachtet, dann führt das zu einer Verhinderung von Wertschaffung, zu Monopolisierung, zu Oligopolisierung. Und der Konsument ist derjenige, der am Ende die Zeche bezahlt, entweder indem er zu hohe Preise zahlt oder indem er einen noch viel höheren Preis zahlt, nämlich die totale Überwachung. Das ist auch eine Form der Ausbeutung. So ist es. Und da sage ich natürlich, die Frage ist, wie stellt man sich dem entgegen? Ich glaube nicht, dass man sich dem entgegenstellen kann, indem man die gleiche Sünde begeht, sondern ich glaube, dem muss man sich entgegenstellen, indem man über die Kartellkontrolle und über Antitrustmaßnahmen verhindert, dass diese Unternehmen, egal wo sie herkommen, zu viel Macht hier erhalten. Dafür man müsste Zuckerberg mal so verhaften, wie deutsche Bankmanager oder Schweizer Bankmanager in den USA verhaftet werden, wenn er gegen deutsches oder europäisches Recht verstößt. Wenn er gegen Strafrecht verstößt, dann sollten vor dem Gesetz alle gleich sein. Also ich meine, das traut sich aber in Europa natürlich keiner, während europäische Manager drüben ständig verhaftet werden. Ja, das ist natürlich eine Frage, die Sie besser beantworten können aus Ihrem Buch als ich, indem Sie sich das Machtgefälle anschauen. Ja, das ist natürlich auch eine Realität. Da schreibe ich natürlich auch drüber, wie diese asymmetrischen Machtstrukturen wirken, wie Erpressung wirkt, auch in Form von Sanktionen. Also das analysiere ich im Buch. Letzte Frage an Sie, wie geht's weiter in diesem Land? Es gärt und brodelt. Wir haben den Populismus, was auch immer das ist. Wo stehen wir in 5 Jahren? In 5 Jahren stehen wir, so Gott will, an der Schwelle zu einer ganz großartigen Zukunft. Und zwar deswegen, weil in 5 Jahren die Krise wahrscheinlich schon hinter uns liegt. Und falls wir uns dann für eine freiheitlich-marktwirtschaftliche Ordnung entschieden haben, mit einer Grundreform unseres Landes an allen Ecken und Enden, nicht nur bei der Frage der Wirtschaft, sondern auch bei der inneren und äußeren Sicherheit, bei der Entrümpelung unseres Rechts von im Grunde genommen rechts- und marktfremden Elementen, bei der Wiederherstellung der Vertragsfreiheit, die uns an der Stelle, man muss ja auch sehen, diese ganze Frage der Überregulierung verstopft ja auch unsere Gerichte. Das heißt, die werden ja unfähig, Recht zu sprechen. Auf diese Weise entziehen wir den Leuten das Recht auf den Rechtsstaat. Also wenn wir an allen Haupt- und Gliedern dieses Land dann reformieren und diese Arbeit steht voraussichtlich in 2 bis 3 Jahren an, dann werden wir in 5 Jahren einen Aufschwung erleben, von dem wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, in welchen Wohlstand er uns führt. Ihr Optimismus in meinem Ohr. Vielen Dank für diesen ermutigenden Ausblick. Schauen wir mal, ob es so kommt. Dr. Markus Karl, ganz herzlichen Dank. Danke auch meinerseits.